Elli Seitz, Botschafterin der Host City Stuttgart. Ja, ich bin natürlich Turnerin und bin super sportlich, aber ich bin auch allgemein einfach ein sportbegeisterter Mensch und dementsprechend eben auch fußballbegeistert. Und ich denke, da bin ich die optimale Verbindung zwischen allen anderen Sportarten, wie zum Beispiel Turnen und eben dem Fußball. Und dafür, denke ich, bin ich dann die super Botschafterin dafür. Eine besondere Verbindung, ja. Ich habe zwei Brüder und einen Bruder, also mein älterer Bruder ist schon immer dem Fußball verbunden, selbst Fußballer, mein Papa großer Fußballfan und dementsprechend war es gerade auch früher so, dass Familientage und Abende oder Wochenenden oft auch mit Fußball verbunden waren und so habe ich dann eben auch diese Sportart kennen und lieben gelernt, aber auch jetzt bin ich super gerne mal im Stadion beim VfB Stuttgart zuschauen und zujubeln. Ja, bei uns war es eher so, die Männer waren eher die Fußballer. Meine Mama kommt aus dem Turnen und da habe ich mich dann eher Richtung meine Mutter gewendet und bin auch zu Hause einfach im Wohnzimmer super gerne rumgeturnt, habe getanzt, geturnt und da hat es mich dann irgendwann eben in die Turnhalle verschlagen und dann bin ich die Turnerin geworden, auch wenn ich einen Bruder hatte, einen älteren, der immer Fußball gespielt hat. Ja, mir ist besonders wichtig, dass eben die Gesellschaft zusammenkommt und ich finde, da ist Fußball einfach prädestiniert dafür. Beim Fußball kommen alle zusammen, aber eben beim Sport allgemein. Und mir ist es auch wichtig, egal wie unterschiedlich die Menschen zu scheinen mögen, sind sie am Ende irgendwo gleich und Sport verbindet und eben Fußball ganz besonders. Ja, Stuttgart, finde ich, ist leider so ein bisschen bekannt für viel Verkehr, viel Baustelle. Aber ich selbst, ich lebe jetzt seit 8 Jahren in Stuttgart und muss sagen, es ist eine wunderschöne Stadt. Es macht einfach Spaß, hier zu leben. Und das, finde ich, sollten die Menschen auch erfahren und erleben. Und dementsprechend hoffe ich nämlich, dass viele Menschen nach Stuttgart kommen und sehen, dass Stuttgart viel, viel mehr ist als Verkehr und Baustelle. Ja, besonders lebenswert und liebenswürdig finde ich, wenn man gerade in der Stadt in Stuttgart ist, sieht man, dass Menschen aus allen möglichen Ländern, von allen möglichen Kulturen zusammenkommen und einfach hier in Stuttgart ja, das Leben leben und das Leben auch lieben, gerade hier in der Stadt. Und das macht es für mich auch besonders schön. Manchmal bin ich auch gerne einfach in Stuttgart in der Stadt und schaue mir die Leute an und sehe, wie unterschiedlich sie sind und zusammenkommen hier in Stuttgart. Ich finde, wir sind das perfekte Beispiel, dass man vielleicht auf den ersten Blick total unterschiedlich aussieht und unterschiedlich wirkt, aus unterschiedlichen Sportarten kommt und trotzdem sind wir irgendwo alle gleich. Wir sind alle gleich sportbegeistert, kommen alle zusammen und möchten einfach gemeinsam ein Riesensportevent erleben und genießen. Und ich denke, da sind wir ja, das optimale Beispiel für, es scheint so unterschiedlich oder wir scheinen so unterschiedlich und wir sind am Ende doch alle so gleich. Also ich würde mal sagen, ich kann vielleicht ein bisschen besser Fußball spielen und Kugel stoßen, als die anderen zwei turnen können. Aber von können ist trotzdem nicht die Rede. Ja, für mich ist eben Zusammenkommen, Gemeinschaft immer ein ganz, ganz großer Punkt. Also für mich ist es nicht nur in Stuttgart, sondern allgemein in der Gesellschaft mit das Wichtigste, weil wir eben alle gemeinsam doch einfach nur ein schönes Leben haben wollen. Und ja, da finde ich Sport einfach das perfekte Stück dafür, das perfekte Teil dafür, um uns alle zusammenzubringen. Und das, finde ich, macht Stuttgart besonders gut, eben als Sportstadt Stuttgart. Wer wird Europameister? Deutschland! Ich wünsche mir, dass wir nach so vielen Jahren Corona und so einer schwierigen Zeit jetzt einfach wieder alle zusammenkommen. Und ich glaube, wir Stuttgarterinnen und Stuttgarter können das besonders gut, gerade jetzt bei der Fußball-Euro 2024. Wir kommen wieder alle zusammen, wir sind wieder gemeinsam eins. Und da wünsche ich mir und hoffe ich mir einfach, dass die Plattform Fußball da optimal genutzt wird und wir einfach wieder zusammenkommen. Verein für Stuttgart.